Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute hören wir die Lieblingssprache Jesu. Er spricht in Gleichnissen, um wichtige, tiefe Zusammenhänge und Realitäten zu erklären. Das Himmelreich. Und er sagt, dass mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Acker. Mit einem Acker, in den gute Saat gesät wird. Und Gott hat alles gut gewollt. Aber es gibt auch eine Kraft, es gibt Kräfte, die Böses wollen. Und man merkt auf einmal, dass nicht nur Gutes da wächst, dass auch falscher Weizen wächst, auch Böses. Und dann wird gefragt, ja, wer hat das getan? Ja, ein Feind hat es getan. Die Leute wollen dann die schlechte Saat ausreißen. Nein, sagt Jesus, lass es gemeinsam wachsen. Das ist unsere Realität. Wir leben in einer Welt, in der es vieles Gute gibt, was Gott gewollt hat. Aber es gibt auch das Böse. An uns ist es nicht zu entscheiden, was gut und böse ist. Gott ist es, der letztendlich entscheidet und der bei der Ernte dann auch seine Arbeiter, seine Engel ausschickt, um dann das Gute von dem Bösen zu trennen. Wir wollen uns also keine Urteile und Verurteilungen erlauben. Ein zweites schönes Gleichnis, das Jesus gebraucht, mit dem Himmelreich ist es mit dem Senfkorn, das kleinste der Samenkörner, sagt Jesus, wird gesät, es wächst und es wird zu einem Baum und in seinen Zweigen kommen und nisten die Vögel und suchen auch Schatten. Liebe Brüder und Schwestern, das Himmelreich beginnt immer klein. Es gibt immer kleine Anfänge und langsam wächst es. Und das Reich Gottes ist anziehend. Es werden immer Menschen kommen und in den Zweigen des Reiches Gottes, in den Zweigen der Kirche Zuflucht suchen und finden. An uns ist es, dieses Reich zu pflegen und auch Zuflucht und auch Schatten zu gewähren. Aber die eigentliche Kraft, die kommt nicht von uns, sie kommt aus Gott selbst. Und wir sind ein Teil von seinem Reich. Wir dürfen mitarbeiten in seinem Reich. Und dann noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, den eine Frau unter das Mehl mischt. Und das Mehl geht auf, es wird groß und es wird zum Brot. Liebe Brüder und Schwestern, hier beschreibt Jesus diese innere Kraft, die in dem Reich Gottes ist. Eine Kraft, die nicht von uns kommt. Eine Kraft, die von ihm kommt, die von Gott kommt. Wir können nicht alles tun. Wir müssen nicht alles tun. Das, was in unseren Möglichkeiten steht, das sollen wir tun. Wohlwissend, dass derjenige, der die Kraft dazu gibt, der den Segen dazu gibt, der das Wachstum gibt, das ist Gott selbst. Und bitten wir ihn, dass wir die Realität des Reiches Gottes jetzt schon sehen, dass wir erleben, dass wir sie fördern, dass wir uns danach sehnen, so wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Dein Reich komme. Das muss unsere Sehnsucht sein, dass sein Reich jetzt schon wächst und wächst in dieser Zeit, damit viele in seinem Reich jetzt schon Schutz, Zuflucht, Trost, Heil und Heilung finden können. Und dazu möge er, der Herr dieser Welt, er ist der König in diesem Himmelreich, möge er uns segnen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, uns allen einen gesegneten Tag in dem Schatten, in der Kraft, in der des Himmelreiches Gottes, in dem wir jetzt schon leben dürfen.